Anna, du glaubst nicht, wie stressig das war. Und dann mussten wir Julian schnell noch von der Frau Direktorin wegschicken. Nicht, dass sie noch die Anmeldung zurückzieht. Oh Mann, das klingt echt wie eine lustige Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, für euch war das nicht so lustig. Nee, also in dem Moment war es für uns nicht lustig, aber wenn ich drüber nachdenke, muss ich schon schmunzeln. Und dann noch mit Emma. Da habe ich ja das Anmeldeformular verschwitzt, abzuschicken. Wir haben es doch noch aber geschafft, rechtzeitig anzumelden. Ja, Papa, wie konntest du denn bloß vergessen, das bei der Post abzuschicken? Anna, ich weiß es nicht mehr. Also, es war einfach sehr, sehr stressig und dann habe ich es einfach komplett vergessen. Na, ihr zwei, was macht ihr denn da? Ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen anders überlegt. Wir müssen doch vielleicht zurück nach Playmobil City. Wenn ich so überlege, ich habe da noch meine ganzen Schulhefte. Was, Julian? Moment. Nein, warum willst du denn zurück? Und Julian, deine Schulhefte sind nicht mehr da. Auch die sind abgebrannt. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Aber ich glaube, in meiner alten Schule habe ich noch ein paar Hefte. Und was ist mit meiner Klasse und mit meinen Freunden in der Klasse und mit meiner Lehrerin Frau Zahl? Ich meine, ich kann nur da jetzt nicht einfach weg. Oh, Julian, ich glaube, ich weiß, was los ist. Du hast ein bisschen Panik, oder? Vor der neuen Schule. Panik? Nein, ich doch nicht. Ich bin super cool. Julian, du wirkst gerade nicht so cool. Also anscheinend hast du ganz schön Angst vor der neuen Schule, aber das musst du nicht. Und was ist, wenn die Lehrer mich nicht mögen und ich irgendwie in der Schule nicht so gut ankomme und die mich gar nicht so lustig und cool finden? Was mache ich denn dann? Moment, Julian. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das wird schon alles gut werden. Gut werden? Was soll denn da gut werden, Papa? Ich kenne die Leute doch gar nicht. Julian, beruhig dich doch mal. Hanna, hast du nicht vielleicht ein paar aufbauende Worte? Vielleicht kannst du ja von deinem ersten Schultag hier erzählen. Naja, von meinem ersten Schultag erzähle ich lieber nicht, aber der zweite und der dritte und der vierte waren schon viel besser. Also eigentlich sind alle super nett. Die Lehrer sind nett, die Schulleiterin ist nett und die Schüler auch. Da siehst du sagst es. Dein erster Schultag war nicht super und warum sollte dann meiner super sein? Oh Mann, danke Hanna, danke für nichts. Oh Mann, was? Okay, ich gehe einfach mal hoch und versuche mich ein bisschen abzulenken. Naja, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber ja, der wird sich schon beruhigen. Naja, Papa, und wenn irgendwas ist, ich bin ja auch in der gleichen Schule. Und dann passe ich ein bisschen auf Julian auf. Oh Mann, was soll ich denn bloß machen? Ich meine, klar, Louis ist zwar auch in meiner Klasse, was ist aber, wenn er lieber mit seinen anderen Freunden abhängen möchte? Und was ist dann, wenn die anderen mich nicht mögen, dann muss ich Louis entscheiden. Und die anderen kennt er doch schon viel länger als mich. Oh Mann, das macht mich sehr nervös. Oh, ich bin noch. Ich glaube, ich lege mich einfach ein bisschen hin. So, okay. Julian, es wird schon alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Dein erster Tag wird nicht peinlich. Und dein erster Tag, da wirst du ganz viele Freunde finden. Und, oh Mann, ich kann das selber nicht glauben, wenn ich das so sage. Aber, okay. Einfach mal kurz die Augen zu machen. Und tief einatmen. Okay. Das wird alles gut, Julian. So, Julian, dann komm mal nach vorne und stell deine Hausaufgaben vor. Oder hast du sie schon wieder nicht gemacht? Hausaufgaben? Was? Vorstellen? Vor der Klasse reden? Was? Welche Hausaufgaben? Julian, du kannst nicht aufstehen vor die Klasse. Du hast keine Hose an. Moment, was? Was? Ich habe keine Hose an? Oh nein! Ich bin nur in Boxershorts hier. Oh nein, ich muss mich schnell wieder hinsetzen. Wie kann mir das da passieren? Das ist so peinlich. Also Julian, wenn du wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann musst du jetzt bis Ende der Woche nachsitzen. Und heute ist Montag. Was? Nachsitzen? Nein! Die ganze Woche? Oh Mann, Julian, du bist so peinlich. Also, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Also, mit so einem peinlichen Freund will ich mich nicht sehen lassen. Nein, Louis, ich bin nicht peinlich. Ich bin nicht peinlich. Bitte, lass uns zusammen irgendwas unternehmen. Kannst du mir helfen? Ich muss hier einfach weg. Das ist mir so unangenehm. Kann mir irgendjemand helfen? Schnell nach Hause. Oh nein, was macht ihr denn hier alle? Hey, guck mal, Hanna, das ist ja dein Bruder und der hat keine Hose an. Hanna, schau mal, er ist ja noch peinlicher als du. Julian hat keine Hose an. Was? Nein, ich bin nicht peinlich. Hanna, sag doch was. Oh Mann, Julian ist echt peinlich. Hoffentlich merkt niemand, dass er mein Bruder ist. Julian, das reicht mit deinen Pranks. Also, du musst jetzt erstmal nachsitzen. Bis Freitag. Hm? Du kommst jetzt sofort mit zur Direktorin. Nein, bitte nicht. Ich bekomme ganz viel Ärger. Mama und Papa wollen nicht, dass ich der Schule verwiesen werde. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ich will einfach nach Hause. Ha, Julian, du bist voll peinlich. Ah, schnell weg. So, ich verstecke mich jetzt erstmal einfach auf der Toilette. Und vielleicht hilft mir Hanna oder Louis doch und bring mir eine Hose oder sowas. So, hier wird mich jetzt erstmal keiner finden. Ich schließe jetzt ab und hier kommt keiner rein. Nanu, was ist denn das? Ich habe eine Hose an.
Ja, es hat funktioniert. Ich habe eine Hose an. Leute, ich habe eine Hose an. Mensch, Julian, du bist auf der Mädchentoilette. Was? Bin ich gar nicht. Schau doch mal hier. Vorne ist doch gekennzeichnet. Oh nein, bin ich in die falsche Toilette gelaufen? Das ist wirklich die Mädchentoilette. Oh, da ist die Jungentoilette. Da bin ich doch. Ich dachte, ich wäre da reingelaufen. Oh nein, hoffentlich hat das keiner gemerkt. Leute, hört mal zu. Julian geht auf die Mädchentoilette. Nein, Leute, nicht so laut. Das hören doch alle anderen. Nicht so laut. Ich habe mich in der Tür verwechselt. Ah, da ist Louis. Louis, kannst du mir helfen? Schnell zu Louis. Ja, Ben. Julian ist mega peinlich. Und er muss jetzt erstmal mega lange nachsitzen. Louis, hier bin ich. Kannst du mir helfen? Die machen sich alle über mich lustig, weil ich außerdem in die Mädchentoilette gelaufen bin. Sorry, Julian, aber wir sind keine Freunde mehr. Ich habe hier Ben, meinen besten Kumpel. Und ich will eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du so mega peinlich bist. Und ja, Mädchentoilette? Warum läufst du überhaupt in die Mädchentoilette? Ja, genau. Louis und ich sind beste Freunde. Und da kommt keiner dazwischen. Aber ich habe gedacht, wir sind auch Freunde. Oh Mann, wie schlimm ist denn der Tag? Louis, bitte beende nicht unsere Freundschaft. Julian Vogel, jetzt komm aber mal her. Ich such dich schon. Oh nein, werde ich jetzt der Schule verwiesen, weil ich außerdem ins Mädchenklo gelaufen bin? Julian, das ist dein erster Tag und du hast keine Hose an, du läufst in die Mädchentoilette, du hast deine Hausaufgaben nicht, machst schon Pranks und musst auch noch nachsitzen? Nein, das ist alles ein Missverständnis. Ich kann das erklären, wirklich. Na, auf die Erklärung bin ich mal gespannt, Julian. Ich werde jetzt sofort deine Eltern anrufen. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir deine Anmeldung zurückziehen können. Nein, bitte nicht. Dann bekomme ich ganz viel Ärger von Mama und Papa, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Damit würde ich Mama und Papa mega enttäuschen. Nein, bitte nicht. Julian, ich möchte keine weiteren Ausreden mehr hören. Ich gehe jetzt sofort in mein Büro und dann rufe ich deine Eltern an. Hey, Julian. War nett, dich gekannt zu haben, aber du bist mir echt zu chaotisch. Und ich find's auch echt nicht cool, dass du in die Mädchentoilette läufst. Nein, Paula, warte, ich kann das erklären. Ich bin eigentlich in die Jungentoilette gelaufen und plötzlich hat da jemand ein Gerücht in die Welt gesetzt. Das war nicht geplant. Oh nein, der erste Tag, das ist ja ein purer Albtraum. Nein, ich war nicht in der Mädchentoilette, nein. Ich habe eine Hose an. Julian, hey, wach auf. Ist alles in Ordnung bei dir? Wo bin ich? Ich bin in meinem Zimmer. Julian, anscheinend hattest du einen Albtraum. Ich habe dich bis unten hin gehört. Also, alles ist gut. Du hast nur ein paar Minuten geschlafen. Ein paar Minuten nur? Das hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Also, Hannah, ich muss wirklich sagen, ich mache mir echt Sorgen um den ersten Schultag. Julian, das kann ich echt verstehen. Ich hatte auch Angst vor meinem ersten Schultag hier in Unicorn City. Aber alles ist gut gegangen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, Hannah, die mache ich mir aber. Was ist, wenn Louis nicht mehr mit mir befreundet sein möchte und die Lehrer mich nicht mögen und mich irgendwie nachsitzen lassen, weil ich vielleicht einmal einen Prank mache? Ach, Julian, du weißt doch, Louis mag dich. Und vielleicht solltest du dich in der Schule erstmal ein bisschen benehmen. Dann musst du schon nicht nachsitzen. Aber was soll ich machen, wenn es nicht so gut läuft? Wer passt denn da auf mich auf? Hannah, könnten wir vielleicht die erste Zeit viel gemeinsam unternehmen in der Schule und dass du mir die Schule ein bisschen zeigst? Oh, Julian, ich hätte nie gedacht, dass du mich das mal fragst. Aber klar, ich stelle dich meinen Freunden vor und ich zeig dir alles in der Schule und ich bin immer da. Oh, das ist eine riesen Erleichterung für mich. Puh, okay. Ah, vielen Dank, Hannah. Aber jetzt kannst du rausgehen. Oh, typisch, Julian. Hey, Leute, halt, stopp. Wollt ihr noch mehr von uns sehen oder hören? Dann hört doch unsere Hörspiele. Die findet ihr auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Gebt doch einfach Familie Vogel oder Spiel mit mir ein. Dann findet ihr alles. Viel Spaß beim Hören!